So. Und wir machen weiter bei Mario Sunshine in dem asozialen Kurs. Der wirklich asozial ist. Also es gibt noch asozialere, aber der ist auch asozial. Und ich glaube, hier werde ich jetzt gleich richtig ausrasten. Und genauso wie das. Ich habe auf den roten Kasten da gezielt. Nicht Kasten, auf das rote Brett, sag ich mal, gezielt. Und Mario ist nicht gesprungen. Ah, scheiße! Wieso springst du nicht? Idiot! Er ist nicht gesprungen. Ich habe die A-Taste gedrückt, aber er ist nicht gesprungen. Warten. Ah, scheiße. Du Idiot. Wieso hältst du dich nicht daran fest? Verfluchte Scheiße nochmal. Oh, fängt das schon mal sehr gut an. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang. Was machst du da? Wieso bist du da nicht draufgegangen? Du warst da schon fast da drauf. Spaß dir einfach nur, ey. Mario, ey. Mario ist einfach ein Spasti, so sieht's aus. Er macht nicht das, was ich will. Er hat's auf einmal gemacht. Ein Wunder ist geschehen. So, das One-Up nehme ich mir jetzt mal mit. Lol. Warte. Oha, das war jetzt echt knapp. Mario ist ein Spasti. Weil er einfach so scheiße springt. Wieso mache ich das überhaupt? Wieso mache ich das jetzt überhaupt? Ich dachte, ich hätte einfach rüberkommen können, aber geht natürlich nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Und deswegen kann man beim Gamecube auch ganz bequem darauf springen. Ne, ja, ihr mich auch. Komm. Scheiße hier. So. So, lieber vorsichtig springen als falsch springen, ne? Okay. Ich bin drauf. Und jetzt warte ich, bis dieser Würfel da drüben angekommen ist. Ach, scheiße! Der geht ja gar nicht weiter. Oh Gott, ist das kranker Shit! Also ich sitze hier gerade vor dem Bildschirm, ey, und meine Hände schwitzen einfach nur wie sonst was, ey, weil das so schwierig ist. Das mag jetzt einfach aussehen, aber es ist es nicht, glaubt mir. Oh Gott! Scheiße! Okay, kurz Pause machen. Das geht gar nicht, ey. Am besten die Kameraperspektive anders einstellen. Boah, Scheißendreck! Fuck! Boah! Du Bastard! Warum springst du dahin? Scheißvieh, Alter! Ihr Drecksvieh, Alter! Du richtiges Arschloch ist Mario, ey! Ich drück da auf diesen Scheißroten, ja, und er springt da nicht hin! Scheiße hier! Ich hätt's fast geschafft! Aber wenn Mario so ein Arschloch ist und da nicht hinspringt, dann kann ich da auch nichts für. Bullshit ist das, ranzer Bullshit! Oh!
Nein! Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du des Wahnsinns, Mario? Boah! Scheiße. Ich summe extra mit der Musik mit, weil dann kann ich mich ein bisschen entspannen. Von diesem Level hier. Okay. Meine Hände sind schon total am Zittern. Oh, jetzt muss diese Plattform natürlich nochmal dahin gehen. Ja, jetzt geht die auch noch dahin, oder was? Boah, bis die da ist, ey, das dauert ja Jahre. Ohne Spaß. Okay. Okay. Jesus, jetzt mach hin. Okay, darauf. Boah, Alter, ich weiß gerade echt nicht, ob das die richtige Taktik ist. Boah. Fuck. Ja! Boah, danke, danke, ich hab's geschafft. Dankeschön. Boah, ey. War das gerade ein Ausraster, ey, eben. Aber ich sag doch, das Spiel ist asozial. Also bei manchen Leveln ist das Spiel asozial. Also ich glaube, da hat Nintendo 2 Flaschen Wodka getrunken, als die diese Levels gemacht haben. Boah. Habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich speichere lieber vorsichtshalber nochmal. Okay. Gehen wir doch mal in Monte Bianco. Denn dort gibt es noch weitere Missionen. Und jetzt müssen wir wieder Schatten Mario fangen, beziehungsweise Shadow Mario. Und ich hoffe einfach mal. Warte. Na, okay, ich habe ihn wenigstens schon mal einmal getroffen. Und das ist jetzt so unlogisch, weißt du? Mein Wasser macht ihm Schaden, ja? Und das Wasser, was im See ist, macht ihm keinen Schaden. Also das ist so unlogisch. Hallo? Du Arschloch! Jetzt bleib hier! Wichser, Alter. Ich glaub wohl, der kann mich einfach mal eben so platt machen. Wo ist er? Wo ist er? Guck nicht so behindert. Und jetzt bleib hier. Du Arschloch! Bleib hier! Jetzt! Ja, okay. Also ich muss das mit dem Controller nochmal einstellen, dass der irgendwie nicht so ganz reagiert. Na! Das ist wohl wahnsinnig cool, was? Alter. Aber ich finde, so macht das es auch ein bisschen spannender, wenn man nicht ganz direkt auf ihn Wasser spritzt. Weil sowas wollte man ein bisschen stehen bleiben. Und das macht die Sache schon etwas spannender. Finde ich. Aber ich kann es ja trotzdem mal mit dem Controller ändern. Ey, spritz doch auf den, warum? Alter. Bleib stehen! Ey, der ist immer noch nicht tot. Regeneriert er sich irgendwie? Oder was macht der? Jetzt aber. Das vergisst du mir nie, sagst du? Glaube ich dir aber nicht. Und jetzt nimm noch die Scheine. Danke. Scheine erhalten. Und auch dieses Level geschafft.
8 Insignien. Soll ich jetzt noch eine Mission machen oder soll ich die im nächsten Part machen? Weil eine Mission gibt es jetzt noch in Monte Bianco. Dann kommen halt noch die Spezialaufgaben mit den roten Münzen in diesen Missionen da, aber die werde ich dann in einem anderen Part machen. Die werde ich nicht jetzt direkt nach Monte Bianco machen. Die werde ich dann machen, wenn ich Bock dazu habe. Aber jetzt kommen die noch nicht. So, was war die Mission? Der See und seine roten Münzen. Okay. Dum, 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 dum. So, jetzt geht's erstmal wieder hier drauf. Wie viele rote Münzen man in dieser Welt sammeln muss. Das ist ja echt unglaublich. Du, 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 du. Nee, das war falsch. Wo gibt es überhaupt rote Münzen? Also da auf dem Wasser gibt es welche. Da gibt es eine, die hole ich mir, aber das wurde nichts. So, nochmal. Jetzt hat es aber was gebracht. Okay, Mario kann sich mal ausnahmsweise da festhalten. Ist ja mal ganz was Neues, Mario, ne? Ja, finde ich auch. So, dann... Nee, da komme ich nicht mehr hoch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ah, oder? Nee. Da stößt sich Mario eher den Kopf und holt sich eine Gehirnerschütterung. Da oben ist eine blaue Münze. Blaue Münze, sag ich schon. Rote Münze. Doch. Hier hinten gab es auch noch welche, wenn ich mich richtig erinnere. Komm ich da hoch? Natürlich komme ich da hoch. Die roten Münzen da hinten hole ich mir gleich. Jetzt hole ich mir erstmal die hier, weil die sind schwer zu erreichen. Oh lol, ich wurde schon direkt nach hier oben geschossen! Boah, Mario, wenn du jetzt runtergefallen wärst, ne? Das wäre echt... Kein Dreckswind schon wieder! Komm, blaue Münze! Danke! Okay. Gibt's hier noch welche? Ja, natürlich, da hinten gibt's noch eine. Oh, scheiße. Ja, gut. Gut, gut, gut. Und blau und hier 100 gelbe Münzen müssen wir auch noch sammeln in dieser Welt. Aber das werde ich alles in einem anderen Part machen, nicht jetzt. Du Arschloch! Nein! Ich wollte gerade springen. Nee, oder? Nö. Ich hole mir jetzt selten die Raketendüse. Die werden wir auch noch freischalten. Die können wir aber jetzt schon mal in diesem Level benutzen. Und dann werde ich mich da hochschießen. Also das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich jetzt nochmal da hochlatsche. Und wie mache ich das denn am besten? Einfach so, zack, zack, zack. Dann hier hoch. So. Guck an, da hätten wir auch noch eine rote Münze holen müssen. Und das ist jetzt nicht ernsthaft darunter gefallen, oder? Ja, Raketendüse, toll. Und es gibt noch eine andere Düse, die ich aber nicht sagen werde jetzt. Wir haben sie aber eben schon mal im Secret Level gesehen. Wo ich ausgerastet bin. Alter, jetzt komme ich da nicht hoch oder was? Wegen dieser scheiß Düse. Doch. So. So, Nummer 5. Ach, da hinten ist ja auch noch eine. Guck an. Alter. So, hier ist Nummer 6.
Willst du wohl? Dankeschön, Nummer 6. Wo ist denn die Nummer 7? Damit ich das schon mal weiß. Wo ist denn die Nummer 7? War die hier? Ach, da oben, okay. Zack, da hoch. Lol. Okay. Scheiße. Warte mal, komme ich vielleicht schon mal. Oh ne, oder? Nein! Mario! Du Scheiß, du Idiot! Mann hier, ey! Nee! Das sehe ich jetzt nicht ein! So ein Idiot, ey! Anstatt, dass er da drauf springt, ich habe ihm sogar das sogar eingestellt, dass er da drauf springen soll, ja? Und er meint, nö, leck mich, ich spring da nicht drauf. Aber vielleicht komme ich ja wenigstens an die dran. Nee. Komme ich nicht dran. Ist das schlecht? Wenn ich mal's, da hält er sich fest. Mario, jetzt halt dich da fest. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ja, genau, stößt dir den Kopf. Verreck doch meinetwegen. Ich nehme jetzt einfach diese Düse hier, ganz ehrlich. Und ich schwebe da jetzt wieder rüber. Aber selbst das klappt nicht, weil Mario so ein fettes Arschloch ist. Nein, er ist kein Arschloch, aber... Manchmal sind Spiele so grausam, dass man sowas sagen muss. So. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Nee, das wird nichts. Du Idiot! Nee! Nee! Nö! Nö, Spiel! Nö! Das akzeptiere ich jetzt nicht! Wieso kann er mich da runterschubsen? Der hat gar kein Recht dazu. Was war das jetzt, Mario? Wieso hältst du dich ja nicht fest? Du stößt dich mit deinem Kopf dran und dann denkst du einfach so, ich habe mich jetzt den Kopf gestoßen und jetzt, ja, halte ich mich nicht daran feste. Das war wieder typisch für dich. Nicht aufregen. Aufregen bringt nur Unglück. In dieser Dreckswick, ne, wie ich den hasse. Ha, hättest du wohl so gerne. Und jetzt holen wir uns diese Scheißmünze. Wo ist sie? Da. Ich bin zu weit weg. Ich glaube es nicht. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Warte. Danke. Danke dafür. Und jetzt noch die letzte. Aber ohne runterzufallen. Wo ist denn die überhaupt? Da hinten. Okay. Und ihr kommt natürlich in der Windmühle raus. Sicher doch. Hauptsache, ich sterbe nicht. So. Mein Gott, war das eine Scheiße jetzt, ey. Aber... ich hab's durch. Die Welt wäre jetzt so gut wie abgeschlossen. Außer die Secret-Level und die blauen... blauen Münzen. Ich sag immer blaue Münzen, ich kann nichts dafür. Und die roten
Münzen. Ach Quatsch, 100 gelben Münzen. So. Doch bevor ich diese Insignie hole, gibt es hier noch eine blaue Münze. Und das war einfach eine Stampfattacke drauf machen, oder was muss man hier machen? Nee, drauf spritzen. Denn dann bekommt man auch wieder eine blaue Münze. So. Und jetzt haben wir es eigentlich auch geschafft. Na schade, ich hätte jetzt gedacht, ich könnte jetzt einfach mich da hochschieben. Aber es geht doch. Alles geht, man muss es nur wollen. Und der blaue Schein ist da oben. Doch da kann man halt keine Wandsprünge machen, das hat Nintendo extra gemacht wahrscheinlich. Oh Gott, ey. Nein. Ich wollte eigentlich einen Seitwärtssprung machen. Kamera! Jetzt! Nee. Scheiß Kameraperspektive, ey. So, warten. Und damit hätten wir sie auch. Die 9. Insignie. Schwere Arbeit wird aber belohnt. So. Und im nächsten Part gucken wir uns dieses komische schwarze Zeug an. Aber ich kann es jetzt nochmal für alle zeigen, dass wir die Standard-Insignien in Monte Bianco haben, indem wir einfach Z drücken und dann hier auf die Statistik gehen. Monte Bianco haben wir alles, da fehlen uns noch die 100 gelben Münzen und wie gesagt die Secret-Level. Gut, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann dieses schwarze Zeugs da. Bis dann.